Der Advent. Die ruhigste und besinnlichste Zeit des Jahres. Auch die Zeit des Christkindlmarktes in der Stadt Salzburg. Damit es wirklich zu einem einmaligen Erlebnis wird, sollte schon die Anreise entspannt verlaufen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie der Lokalbahn und dann weiter mit den Bussen, kann man sich entspannt auf den Besuch des Christkindlmarktes einstimmen. Natürlich ohne nervige Parkplatzsuche. So beständig wie die Salzburg AG für ihre Kunden in Salzburg da ist, so beständig ist auch der Christkindlmarkt. Hat er doch in Salzburg eine jahrzehntelange Tradition. Beständigkeit und Traditionen natürlich auch ganz wichtig bei unseren Produkten, Wertschöpfung. Das heißt, hier passiert sie in Salzburg. 100% unserer Aussteller, über 50% bieten Handwerkskunst an. Wir bauen hier in der Stadt ein Dorf auf, in dem es Produkte gibt, die es in der Stadt nicht mehr gibt, die verloren gegangen sind. Und noch eines haben die Standler, die teilweise schon über 40 Jahre zur Adventzeit am Dom- und Residenzplatz sind, mit der Salzburg AG gemeinsam. Sie sind regional verwurzelt und legen Wert auf Tradition. Wie etwa Maria Braunecker aus Birmoos mit ihren handbemalten Christbaumkugeln. Dass es einfach noch so ist wie früher zum Teil. Nicht alles, aber sehr viel. Es ist, wenn wir vor 42 Jahren angefangen haben, war das schon so wie heute. Heute ist es ein bisschen größer geworden, aber trotzdem, die Tradition ist geblieben, auch mit der Ware. Ich habe nach wie vor meine handbemalten Kugeln, so wie damals schon. Auch Christina Renzel ist in zweiter Generation mit einem Stand am Christkindlmarkt vertreten. Handwerk hat für sie große Bedeutung. Aber auch der alljährliche Besuch von Stammkunden freut die Standlerin. Also ich bin ja jetzt schon selber seit fast 30 Jahren da am Markt. Und was mich besonders freut, dass mich langjährige Kunden und Gäste begleiten. Es muss auch nicht immer sein, dass die was kaufen, aber es ist einfach nett im Besuch. Wenn sie uns besuchen, dann plaudert man ein bisschen, dann gibt es schon die nächste Generation, dann gibt es schon die Enkel, es ist einfach nett. Wenn es dann schon langsam dämmert, gehen am Dom- und Residenzplatz die Lichter an. Aber nicht irgendwelche, sondern LED-Lampen. Einerseits spart das jede Menge Energie, rund 30.000 Kilowattstunden, und andererseits setzt man auf Nachhaltigkeit. Na, wir haben vor 3 Jahren freiwillig umgestellt, das heißt die ganze öffentliche Beleuchtung und auch alle Aussteller selbst haben ihre Lampen umgestellt auf LED. Und wir sind natürlich sehr froh, dass wir mit dem Ökostrom der Salzburg AG hier einen tollen Anbieter haben, der diese Gedanken der Nachhaltigkeit mit uns mitträgt. Wer auch seine Liebsten zu Hause am Besuch am Christkindlmarkt teilhaben lassen möchte, macht das am besten mit einem Foto oder einem Selfie. Verschickt wird es dann kostenlos per freiem WLAN von der Salzburg AG. Und wie wäre es, den Christbaum einmal in der Stadt zu kaufen und damit einen Besuch am Christkindlmarkt zu verbinden? Und hat einem der Glühwein etwas mehr geschmeckt? Auch egal, denn mit Bus und Bahn kommt man sicher wieder nach Hause.